Hallo GTA-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Wir sind eigentlich total am Arsch Let's Play. Warum eigentlich total am Arsch? Erstmal bitte was zum Synchronisieren. So, war das genug oder soll ich vielleicht nochmal? So, das sollte aber jetzt auf jeden Fall reichen. Warum eigentlich am Arsch? Ja, mit der einen Seite haben wir es uns irgendwie wieder ein bisschen besser getan, das heißt, ja, Trevor hat Michael geholfen, das letzte Mal, ne? Dafür sind wir jetzt beim FIB endgültig unten durch. Und ich weiß, danke euch, wo die Autos alle herkommen. Nämlich von diesen ganzen Multiplayer-GTA-Online-Updates. Da gab es immer so einen Schwung Autos. Hast du dir der erste Butze gekauft, hast du ein paar Autos bekommen. Und die sind irgendwie auch zum Singleplayer reinmarschiert. Ihr seht hier, bei Franklin gibt es ein bisschen was zu tun. Und ich denke mal, da können wir eigentlich mal reingucken, was es eigentlich hier zu tun gibt. Gehen wir mal schauen. Mit Franklin haben wir nämlich auch schon längere Zeit nichts mehr gemacht. Eine durchziehen müssen wir jetzt unbedingt auch nicht. Oh, 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 es geht schon los. Oh, oh. Bin ja mal gespannt. Was guckst denn du dich schon wieder an? Ja. Ja, doch. Oh, hey. Hey. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I can't stay. What's up, babe? No, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he want to do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Fuck, man, my whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying a price afterwards. Fuck! Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. Ugh, you do what you gotta do. Genau. Wieder am Pupu der Nation. Ja, leider haben wir hier keine Auswahlmöglichkeit. So nach dem Motto, warte mal, in der Küche habe ich da meistens noch ein paar Pflaster rumliegen. Weil ihr seht, wir sind, lass mal gucken hier. Das ist ein bisschen paranoid, unser kleiner Freund. Was heißt dir, es ist egal, wie viele Autos du hast. Nicht Quantität, die Qualität zählt. Kann ich mir noch einen reinkippen hier, bevor wir losgehen? Ja, leider nicht. Gut. Geh mal halt, helfe den Trottel nochmal. Ja, super. Was macht man nicht alles? Na, für die Mädels mal wieder. Für die Mädels, für wen sonst? Gehen wir halt mal. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir mal unseren Street Racer hier. Weil bei dem müssen wir nicht aufpassen, dass das Ding dann verschwindet. Franklin, what's up? Hey man, I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay at some sawmill with some ballers. Could you like do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what'd it say? This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit. And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them it's for me, and it's serious. Thanks, man. Also ich merke schon, jetzt so zum Ende hin... Wo ist unser Lieblingsradiosender? Zum Ende hin
drehen sie nochmal richtig auf, weil nach der letzten Schlacht mit dem FIB haben wir es jetzt mit einem Haufen Drogenniggers zu tun, ne, um das mal in den Slang weiterzuspinnen hier. Aber wir haben uns mit so vielen Leuten angelegt, da sollten jetzt eigentlich die paar Klappstühle auch kein Problem mehr darstellen. Bitte bleib stehen, weil ich habe Vorfahrt. Ach Leute, keine kugelsichere Weste, überhaupt nichts dabei. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spaßig werden. Hoffen wir einfach mal, dass Michael und Trevor da noch vorbeischauen. Geht ihr eurem Beruf hier eigentlich nach? Oder was macht ihr hier? Ne, die steht einfach bloß rum. Okay, geh wieder zunter hier. Wir wollen natürlich nicht, dass unser Bro aus der Hood irgendwie drauf geht. Ja, dein Scheinwerfer ist kaputt, den reparieren wir dann später. Darum können wir uns jetzt beim besten Willen nicht kümmern. Was gibt es Neues von Rockstar, bevor wir uns jetzt hier mitten ins Getümmel stürzen? Rockstar hat bitte durchleuchten lassen auf Twitter, dass sie vielleicht über eine Version für die Xbox One, PS4-PC nachdenken werden, wenn sich genug Einheiten von GTA 5 überhaupt verkaufen. Das hört sich für mich irgendwie ein bisschen lächerlich an, weil da sage ich mir irgendwie, wie viel zum Geier wollt ihr noch verkaufen? Ich meine, das Ding ist das Spiel 2013 gewesen, auch vom Umsatz her. Also, das muss man aber nochmal ein bisschen auseinanderfitzeln, diese Meldung. Weil ich glaube mal fast, dass es nicht allzu viele Leutchen geben wird, die sich das Spiel nochmal für die One und für die PS4 kaufen. Aber die PC-Fraktion, ich denke mal, die lenken sich die Finger schon nach dem Spiel. Allein nur, wenn ich an die ganze Mod-Fraktion denke, die würden, glaube ich, Salsa tanzen, wenn sie so eine Version in die Finger bekommen würden. Also, was bleibt jetzt anders übrig, außer abwarten und Tee trinken und Däumchen drücken? Tschu! Das bist doch du, oder? Ja, ziemlich helles Blue auf. Also kann man eigentlich nur Däumchen drehen. Ich würde mir ehrlich gesagt, wenn jetzt mal angenommen es kommt für die One, das ganze Spiel nochmal raus, würde ich es mir kaufen? Nein. Warum? Entschuldigung, warum sollte ich? Warum sollte ich? Ich meine, die Story ist genau dasselbe. GTA Online reizt mich nach wie vor überhaupt nicht. Und nur für ein bisschen bessere Grafiken? Nö, am besten Willen. Muss ich mir nicht antun. Da ist mir das Geld zu schade. Würde es eine 1:1 Umtauschversion geben, wie zum Beispiel, weiß ich, ich schicke die 360-Version hin, bekomme eine One-Version zurück, dann würde ich sagen, ja, würde ich machen. Aber das ist, denke ich mal, nur Traumtänzerei, weil die wollen ja auch mit den Versionen noch ein bisschen was verdienen. Und ich glaube nicht, dass die sich da hinsetzen werden und sagen, klar, logisch, wir verschenken die Version, wir haben ja schon mit einer 360-Version Geld gemacht. Demzufolge schenken wir dir die One-Version einfach nur obendrauf. Man kann nie wissen, ne? Rockstar ist ja kein EA. Vielleicht kommt da noch irgendetwas anderes. Aber ja, sobald es irgendwas gibt in der Richtung, wirst du es auf jeden Fall auf meiner Facebook-Seite zuerst erfahren. Und wenn ich es nicht vergessen sollte, dann auch irgendwie mal in irgendeinem Let's Play. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, so viele große Missionen... So viele große Missionen haben wir jetzt hier in der Singleplayer-Kampagne gar nicht mehr offen. Die kann man, um ganz genau zu sein, glaube ich, sogar mittlerweile an einer Hand abzählen. Aber die Missionen, die werden immer umfangreicher. Demzufolge, denke ich mal, werden wir jede Menge Spaß noch haben. Diese Folge, ja, wie gewohnt, ein Stündchen ungefähr, ne? Haben wir ja nicht anders gemacht. Na, guck mal, wie blöd ich mich anstelle. Damit hängt es auch noch ein bisschen mit zusammen. Also, geheime Tunnels, die gefallen mir. So ein V8 hat doch was. Das Auto, das gefällt mir. Das gefällt mir echt. Und wir haben dann immer noch ein bisschen... Grüßt euch. Wir haben dann immer noch ein bisschen... Blödsinn können wir ja immer noch machen. Wobei ich mittlerweile sagen muss, die Story macht Spaß. Ja, ohne jede Frage. Die Story, die macht Spaß. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Trotzdem muss ich sagen, nach mittlerweile 50 Folgen bin ich auch ein bisschen GTA müde geworden mittlerweile. Aber, ja, mal gucken. Ich meine, die Story ist ja meistens dafür da, dass die nochmal ein gutes Stück aufdrehen. Mhm. Das gefällt mir. Ah! Yeah! Offroad. Lassen wir uns einmal überraschen, was jetzt hier abgeht. Das gefällt mir auf gar keinen... Wartet mal! Das sind unsere Boys hier. We want Lamar to be rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, what y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. Place is crawling with ballers, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Buck's over there.
Yeah. Tell Trevor I said bite me. Man, I said shut up. Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? Oh shit, there he go. You know, tell Trevor I'm gonna be up on this hill with my rifle. I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic. Classic, huh? He's already planning his escape. Oh, fuck. Na dann. I'm gonna find a way in. Geh auf Angriffsposition. Begib dich zu einer der markierten Positionen. Nächster, wir nehmen den rechten Weg hier. Here's where I'm making my play. I'm going right at him. All right, okay. My turn to move. Dann gehen wir mit dem mal los hier. I'll see what I can do up here when the time comes. We might stand a better chance if we come at him from two angles. All right, I'll take that on board. Kaum auffällig, ne, wenn so ein Typ im weißen Hemdchen hier durch den Busch hüpft. Also, ja, komm. Die berühmte Hannibal Smith Zangentaktik hier. Michael von oben, Trevor von rechts, wir aus der goldenen Mitte. Da kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ein Bulldozer, ja optimal. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwelche Spinner erwischen können. Wie ich sehe, sehe ich niemanden. Wo bin ich denn grenzblind hier? Ich höre Schüsse und sehe niemanden. Wartet mal. Hä? Zurück. Zurück. Ah, da rennt einer. Geht da mal raus. Da bin ich. Da ist einer. Wisst ihr was? Okay, nee, das bringt doch nichts. Wo ist Trevor? Trevor muss da hinten irgendwo sein. Und ich bin nach wie vor blind. Ich bin der Wurzelzwerg vom Herrn. Wechsel mal rüber. Ah, hier. Hier. So wird ein Schuh draus. Auf geht's. Ja, da kommt her. Kommt her hier. Kriegt ihr dann die Kugel. Ja, yeah, das nenne ich Kaliber, nicht so ein Streichholz-Aldi-Gewehr, was du da mit dir rumschleppst. Wo sind die Typen da? Da oben ist noch einer auf dem Dache. Okay, der ist weg. Da hinten muss noch einer sein. Genau, ganz einfacher Deal. Okay, weiter geht's. Ach du liebes Hammerland. You got a friend of ours. Hey, den wollte ich noch benutzen. Chamberlain Gangster Families for Life, Motherfuckers. Wo ist denn der eine da hinten noch? Aha, hast dich verraten, Trottel. Schieß mal hinten mal grob rein, wir erwischen den Typ schon. You got him? Still no ALD. All day pumped his ass. Aua. Lauf. Lauf. Lauf den Hügel hoch. Lauf den Hügel hoch. Such dir Deckung. Where's Lamar at, kids? Tja. Pre-Fire hier. Komm, rüber raus, dann rüber ab. Rüber aus, dann rüber ab. Genau. So funktioniert der ganze Kram. Nochmal nachladen. Wir haben genug Munition dabei. Wie viel Schuss haben wir? Das sollte eigentlich reichen für so einen kleinen Bürgerkrieg. So, Deckung. Give us the mouthy one and we'll be. Okay. Quick changing hier. So, schauen wir mal. Okay, da oben ist einer. Den müssen wir erstmal ausknipsen. Weil da kommt Trevor nicht wirklich hin.
Ich muss gerade mal gucken, wo hier noch Kugeln fliegen. Das ist alles gerade ein bisschen undurchsichtig hier. Ist auch blöd, dass Michael die Position nicht ändern kann. Zumindest nicht so, dass ich irgendwie das mitkriegen würde, wie das geht. Ah. Ja, da kommt. Und tschüss. Man muss mir die Typen irgendwie noch zeigen. Am besten den Fähnchen auf den Kopf setzen. Das wäre super. Okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt wieder zurück zu ihm hier. Da oben ist er auf dem Dach. Bring out Lamar. We'll go away. Das hat gesessen. Das hat doppelt gesessen. So, wir wechseln mal ganz schnell zu Franklin, dass er auch noch ein bisschen vorrutscht hier. Nein. Okay, irgendwo rennt ja einer rum. Ah! Au, 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 au. Wo? Der Tom ist halt blind, das geht auf keine Kuhhaut irgendwie. Und ich bin grobmotorisch unterwegs. Das ist kein Problem. Das eine gleicht das andere nämlich nicht aus. Jetzt schauen wir mal hier, dass wir irgendwie nochmal Deckung suchen. Ah, hier stehen sie alle rum. Deckung! Lamar Davis wins! Trevor, Dog, you got LD? I ain't seen him yet. Du bleibst aber bitte unten. Ich bin nämlich froh, dass ich unten bin. Ich will nämlich nicht wieder hochmarschieren hier. Das hat auch gesessen. Nochmal nachladen. Okay, bisschen vorrushen. Also hier musst du echt das Auge in der Hand nehmen. Du siehst die Spinner nicht so richtig. Komm, da muss doch irgendein Querschläger irgendwie das rechte Oma durchgehen. Okay, der ist weg. Okay, na, dann laufen wir weiter hier und räuchern weiter fleißig aus. Es muss ja irgendwo, muss der Typ herstecken. Da kann sich ja nicht in Luft auflösen. Gehen wir hier mal rein in das Ding. Ja, das sieht schon mal gar nicht mal so gut aus. Ganz ruhig. Hier links ist auch einer auf dem Dach. War einer. Wo sind die zwei hier unten? Deckung. Da ist einer. Der ist weg. Und hier unter uns, genau fast unter uns, muss noch einer sein. Da ist er. Der ist auch weg. Okay. Wir laufen mal weiter, nachladen. So, jetzt sind wir wieder hier. Geht zu Lamar. Okay, wir haben ihn, wir sind zumindest auf derselben Höhe. Sollte, wenn es geht, Franklin hingehen. Ich glaube, der ist nicht so erfreut, wenn hier Trevor plötzlich auftaucht. Black Dragon ist online gekommen. Grüß dich. So, jetzt schauen wir nochmal. Warte mal, hier geht's erstmal. Los, komm, schwing die Hufe hier. Wo suchst denn du jetzt gerade Deckung? Okay, ganz ruhig. Pass mal auf, wir gehen mal ganz schnell zu Trevor. Der steht nämlich eine ganze Ecke besser. In Klammern denkst du. Los, komm. Bewege dich. Bewege er sich. Ah. Wisst ihr was? Wenn ich jetzt so weit auf dem offenen Feld stehe, dann sollte ich doch eigentlich hier ein paar so Schwachmaten kriegen. Der ist weg. Der ist weg. Genickschuss. Der steht wieder auf? Ah, der ist so dumm zum Sterben. Also Genickschuss wieder aufstehen ist eigentlich Rippenschuss. Quick Change. Vorrücken. Pass mal auf. Nee. Der Tom muss sich das wieder dran gewöhnen. Der Tom ist nervös. Und der Trevor hat ein richtig großes Rohr dabei. Und tschüss. Jetzt schießt er mit Kanone auf Spatzen hier. Okay, ich soll wieder wechseln.
Warum? Hier steht da keiner mehr. Quickscope kann ich nicht. Oh Gott, bin ich ein Noob. Okay, hätten wir das? Das sollte einer sagen, ich treffe nichts hier, oder? Oder man liegt da auf dem Zeug rum. Ja, wohin? Ja, läuft und so. Bring Lamar zu seinem Haus. Hier ist ein Jeep. Lamar, einsteigen. Die Bude hat einen Platten. Nehmen wir trotzdem. Fährt sich ein. Schwing die Hufe. Ja, vorn rechts ist platt. Das ist kein Problem. Wir finden bestimmt einen netten Förster, der uns noch der Räder wechselt. Jetzt los. Jetzt spinnt mein Verstärker wieder rum. Ey, ich flipp aus mit der Technik. Das geht jetzt schon seit Ewigkeiten so, ulkigerweise, nur bei GTA. So, da fangen wir mal das Rüttelspiel an. Hallo. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ne, ich weiß auch nicht, was das Ding hat. Überall funktioniert's, aber in GTA meint mein Verstärker immer wieder, ne, Kopfhörer ist keiner drin. Or get killed, opportunity. Man, you were always a pessimist. Nah, nigga, a realist. Cause in reality, all them fools wanna clap your ass. Man, what a trust that dog. I peeped out that wood chopping place when we was up this way on that Devin Weston car lift, which I still ain't been paid for, incidentally. All secluded and shit. Stretch hit me up, I'm like, yeah, that's the perfect place to buy Kush by the missing. Nigga, perfect place to clap some fool you beefing with. Man, I ain't even know at the time. I just thought we was gonna parlay. Parlay? Nigga, please. Every time you leave a house, fools try to clap you. Every meet you set up, homies there for the express purpose of clapping your ass. Steck mal ein. Ja, ich weiß, der Tom ist böse. Jetzt wird's ulkig. Nee, mit mir ist heute nicht zu spaßen hier. Nichts passiert. Okay, wir haben ein super geiles Fluchtfahrzeug uns ausgesucht. Ich nehme gleich mal mit. Ah, das schaffen wir schon. Ich habe ganz chillige Musik am Start. Haben Sie getrunken, Herr Polizist? Danke. Geht doch um, nicht gleich so. Hey, Leutchen, das war eine richtig doofe Idee. Danke fürs Anschieben. Aber mein Bus kann halt nicht schneller. Bin ich ein Trottel, oder? Ja, und du schießt noch auf die Polizisten. Das macht unsere Situation um Welten besser. Nö, das läuft bei uns mal wieder. Das Einzige, was mir da jetzt einfällt. Das Ding liegt auf jeden Fall in der Ecke tiefer jetzt. Danke fürs Anschieben. Danke fürs Schubsen. Leute, was ist denn da los? Also man merkt auf jeden Fall deutlich an, dass ich schon seit längerer Zeit nichts mehr aufgenommen habe. Die gehen wandern. Wir brauchen auf jeden Fall ein schnelleres Auto. Grüß dich. Der Grenzschutz hat jetzt aber nichts gegen uns. Das finde ich schon mal gut. Bloß wenn ich jetzt noch einen Stern mit draufsetze. Wir probieren mal was. Ist auch nicht... Wieder, das ist nicht das optimale Auto für solche Situationen wie gerade eben. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Haha! Haha! Gebt mir einfach vier Räder. Ich bin der geborene Fluchtwagenfahrer. Ich würde sogar mit einer Schubkarre abhauen können. So, das Schlauste wäre jetzt, glaube ich, wenn wir aussteigen und einfach in den Wald rennen. Weil wir werden nämlich gleich wieder eingeholt. Der Crazy German schickt mir Nachrichten. Das ist schön. Ich muss es da wieder mal abschalten. Mei, was habe ich denn für eine Fluchtgurke? Anschieben. Danke. Aber in der Theorie würde das Ganze schon funktionieren. So seht ihr halt auch mal, wie das bei mir abgeht, wenn ich mich nicht auf beschäftigt stelle. Jetzt darfst du zurückschießen übrigens. Na, self und? Gut, wir kommen nicht schnell hoch, aber dafür umso schneller. Ach du liebes Heimatland. Servus, Jungs. W-
irgendwie sich schön im Spalier hinstellen. Das schaffen wir schon, das schaffen wir schon, liebe Leutchen. Das ist aber eine Herausforderung. Jeder Fluchtwagenfahrer braucht Herausforderung. Nein, nicht hören, nicht hören, nicht auf diese Art und Weise. Schießen wir heute nochmal zurück oder haben wir da keinen Bock mehr drauf? Gut, ich habe das Gefühl, wir haben mindestens einen Platten. Ne, das war bloß der Untergrund. Alles noch okay. Wo ist das Problem? Wuchs, weg. Typ, weg. Wir müssen irgendwie mal wieder ganz spontan abbiegen. Nein, das war zu spontan. Komm, komm. Nein. Okay, jetzt müssen wir halt doch... Bin ich doof oder bin ich doof? Ich bin doof. Jetzt bin ich ja gespannt, auf welcher Situation uns wir uns wieder hier die Mission anschauen dürfen. Das war das Dümmste, was ich hätte machen können. Das Dümmste, echt. Nächstes Mal steige ich aus und klau einfach die Karre. Was wollen sie machen? I'll take Lamar. Alright, I'm going too. Boss, thanks. Is we ever gonna get a proper introduction, dog? Get in, man. Ich fahre. Ja, ihr wisst, warum ich hey gemacht habe, ne? Weil die Reifen nämlich alle intakt sind. So, Lamar, dann kannst du uns immer deine Lebensgeschichte erzählen hier. Alles gut, rede weiter. Man, what a trust that dog. I peeped out that wood chopping place when we was up this way on that Devin Weston car lit, which I still ain't been paid for, incidentally. All secluded and shit. Stretch hit me up, I'm like, yeah, that's the perfect place to buy kush by the busy. Nigga, perfect place to clap some fool you beefing with. Man, I ain't even know at the time. I just thought we was gonna parlay. Parlay? Nigga, please. Every time you leave the house, fools try to clap you. Every meet you set up, homies there for the express purpose of clapping your ass. Man, you sure? Because I'm sure there's been a few times when... No, I'm completely 100% sure. Every time... Every time, nigga. Whether you buying drugs, selling drugs, or discussing drugs. Talking about the weather, whatever. Man, these streets is hard, dawg. This the hood you talking about. Maybe you forgot, since you've been bettering yourself, sitting in that house on the hill, looking down on the animals in South Central and shit. No, I don't know. It ain't like that. Do I, my nigga? Because that's the way it looked to me. I'm making the best out of what I'm giving. You know what I'm talking about? I ain't in some type of mentorship program. The only mentor I got... And we gonna do something about that, dawg. Trust me. Man, I ain't got people teaching me that white-collar crime shit. Ain't shit changed for me, and you ain't helping. Ain't helping? What the fuck you call this? Me, Michael, Trevor, we all came up here to help. The unholy fucking trinity. Ballers beware when these fools rolling together. You jealous of Michael and Trevor? What happened to me and you fucking shit up? Form gangsters, nigga. So I shouldn't have called him, right? Man, I was doing everything in my power to make sure you... Fuck, man! Make sure you wasn't clapped. I can make sure I ain't clapped. Clearly you can't. Next time, homie, don't come. And matter of fact, if you do come, don't bring them dudes. Man, look, let's not talk next time. Next time, don't get your ass in the situation, all right? It's the hood, Frank. That's what happens in the hood. No, the fuck it don't. Not for everyone. I'm one of them dudes that it happens to. Man, you gonna tell me what was going on back there? Hood shit, homie. That's the shit that's different from the country club shit your overpaid ass is presently accustomed to. Man, stress put us on this shit, man. Man, we gonna get on his ass. Man, fuck that, homie. Look like I give a shit. Nigga, I give a shit. Stress do what he do. Niggas want me dead, be dead themselves. I ain't gonna overreact to shit. Overreact? Man, that nigga Stress tried to get you killed, nigga. Nigga, that's the hood. I'm still here, ain't I? Just. You sure Stress knew they was gonna book me? Yeah, nigga, Stress knew. Everybody knew Stress knew. Tanisha knew Stress knew, and she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that nigga Stress janky like that? Man, you don't see this? Man, Stress been screwing us from the start. Like from back in the day? From like the other day, dawg. Since after we went to the recycling place and D and them ballers try to take us down. But Stretch put in the work on D. Yeah, man, that's survival. Remember how angry his ass got? Especially with you bringing him into this shit?
All right, but tell me this, though. If Stretch was fucking with your boy LD, why he set us up with the deal for the brick in the first place? He go off and make peace with the ballers, come back, and then put us on the lick on Grove Street. Man, you remember Grove Street? That brick was drywall. Ripping us off was probably Stretch's ideal anyway. Damn, you think so? It makes sense, don't it? Man, I ain't knowing, man, maybe. Man, Stretch got in with the ballers when he was inside. Played us as marks, dog, but a bunch of them got booked. So now they gotta come back at us. So Stretch sends you out there where they doing the Kush deal. Then you show up and save the day. Yeah, thankfully. Man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here getting in the shit. And FC wasn't getting him out of it. You know what I'm talking about? Man, I don't know. Man, shit was fun, nigga. Don't tell me you didn't enjoy scrapping like we did back in the day. It ain't back in the day no more, dawg. But it felt like it was. Okay, fool. It was fun saving your useless ass one more fucking time. There you go. That wasn't too hard. You should have seen your face when I came in. You was like, shit. Hey, shit, man. Oh, bullshit, nigga. You better check them drawers, homie. You probably shitted yourself. Fuck you, man. I don't care if I die. It's a compliment if they sending an army after a nigga. They only send like two of the little homies to get you. Nigga, you didn't look like they was paying you no compliment, nigga. Must have just caught a glimpse of your ugly ass. Nigga, you'd think I'm some angel come to take your ass somewhere you never going to. You pray to your white man God, homie. I'm going to the great plain beyond where the buffalo keep on roaming and the little squaw bitches want me to nut on their face all day. Bitch, please. Das nenne ich mal einen krassen Dialog, den die beiden jetzt hatten. Ja, der ist aber ein bisschen eifersüchtig, dass wir aus unserem Leben was gemacht haben, der liebe Lamar. Das ist sein Pech, aber wenn er wüsste, so dicke Kohle schieben wir jetzt auch nicht vor uns her. Jetzt schaffen wir jetzt mal nach Hause, dann hoffe ich mal, dass Tanisha damit auch zufrieden ist, dass sie ihren Checker jetzt wieder hat und dass da alles wieder hier okidoki in the hood ist, ne? Also der Slang, der ist schon echt böse. Und ja, so redet man nun mal, ne? Ansonsten verstehen sie sich nämlich nicht. So, Lamar, dann baue keine Scheiße, weil nochmal kommen wir nämlich nicht. So, I guess what we learned is, nigga don't think it ain't no fun if you have fucking with the homies, nigga. You feel me, my nigga? Yeah, I guess you can look at it like that. Hey, but on some real shit, my nigga, you know your nigga out here doing BAD, man. Why don't you slide me a few dollars or something? You know what I'm talking about? It's hard out here in the set. Oh, shit, my nigga, that's nothing. Shit. Hey, nigga, I know you done went all Illuminati and shit, you know what I'm saying, leaving the street niggas at the back, but damn, man, way to keep a nigga down, my nigga. I mean, thank you, I guess. Payment for all the work a nigga put in for you getting them cars and shit, you know what I'm talking about? Give a nigga just enough money to get him a little 40 ounce in a bucket of chicken on the way to the pole house, huh? Man, don't be like that, dawg. Cause number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours are trying to get us killed, I saved you, dawg. Man, you supposed to, my nigga. I thought we was homies for life. Me too, but I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can hope for is a big turnout for your motherfucking funeral. Nigga, ain't nobody coming to your funeral. What? Man, what about all the motherfucking times I saved your life, homie? What about that? Oh, thank you, homie. Thanks for leaving your nigga in the backfield. You know what, my nigga? If your ass can just act civilized, you would get some work. But instead, you want to be this gang-banging, mad-dogging asshole. Oh, my bad, Mr. Goldcard. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-street nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Well, fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F, nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg? If something good comes up, I hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dog. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga, if you remember where that is. Oh! What's up, playa? Oh, God, Neo, what up? Man, I don't know y'all. We done, hey, man. Hey, we ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No. Something more sensible. Something that's gotta be done. Hey. When the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out to pasture, homie. Michael will be sensible, but Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Man, Trevor saved you. He saved both of y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Man, get Michael to do it. Me and Trevor cool, dawg.
Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. Na super. Fuck. Hey, who was that? Nobody. Don't worry about it, nigga. Hey. Das kann der doch machen. Der kann den da abknallen. Der macht wirklich was Sinnvolles in seinem Leben hier. Ach, so ein Mist schon wieder. So, du kommst... 50 Kröten, okay, wenn ihr wüsste, dass wir ein bisschen mehr Geld einstecken hätten. Du kommst mit den Typen nicht weiter. Von einem Mist. Drei-Wege-Lösung. Ja, wir haben gut gewechselt hier. Missionszeit. Alles gut hier. Gut, bevor wir weitermachen, mache ich jetzt erstmal mich auf beschäftigt. Bevor, ihr habt auch noch gesehen, 87 Nachrichten hat er, Tom. Und nach wie vor kann ich euch nur ans Herz legen. Bitte, 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 bitte. Ich habe so viele Möglichkeiten, dass ihr mich kontaktieren könnt. Bitte schreibt mir keine Nachrichten auf Xbox Live. Ich lese den Kram nicht, weil es ein Krampf ist, hier den ganzen Rotz zu beantworten. Telefon F. Mein Vater ist deswegen ein komplettes Arschloch. Ich gehe zur Premiere seines neuen Films. Ja, das ist gut. Pass mal auf, wir haben sowieso mit dem nicht mehr allzu viel offen. Da würde ich mal sagen, wir gucken mal eigentlich, was mit Trevor los ist. Weil wenn der hier wirklich auf dem Kicker von allen steht, das ist natürlich richtig mies. Also es war klar, ich meine, der Typ, der ist ja unberechenbar, das ist ja logisch, aber gib den Typen einmal ein bisschen Kohle und der ist ruhig. Mehr will der doch nicht. Der will Kohle, der will ein gutes Zuhause haben, vielleicht ein bisschen Bunga Bunga hier und dann mehr will er doch gar nicht haben. Dann ist er doch happy. Ja, bitte chillige Mucke hat er auch am Start. So, jetzt gucken wir erstmal auf die Karte, wo wir eigentlich hinfahren müssen, weil wir haben, glaube ich, noch zwei Missionen, haben wir mit dem Kollegen auf jeden Fall offen. Uiu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 
Das heißt, wenn ich mal irgendwie bitte was zu plaudern habe, setzen wir uns rein, fahren vielleicht ein paar Bootsrennen oder sowas, oder... Habt ihr das gesehen? Da braucht jemand Hilfe. Und wen muss man nicht dreimal fragen, wenn jemand Hilfe braucht? Richtig. Bescheuert hier. Jetzt gehen wir doch mal gucken, was ist denn da los hier? Wieder Drogendeals am Start, oder wie? Wuhu! Hier, 360 in the hood. Gefällt mir schon wieder alles nicht. Yeah, those motherfuckers, eh? They took the fucking money down the hill, huh? Ja, mach ich. Ich hol den Typen. Das habe ich letztes Mal schon gemacht. Wo ist er hin? Also diesmal gehe ich das Ganze bitte genauer an. Stay away from that case. Warum? Warum? Okay. 25.000. 25.000. Und jetzt ganz schnell weg. Ja, die Hupe geht mir selber auch auf den Trichter. So, jetzt sind's alle tot. Sieht richtig heiß aus. Aber mir gefällt immer noch der hier. Den will ich einfach behalten. Okay, der ist wie ein bisschen platt. Egal, das wissen wir schon, wie das Ganze funktioniert. Es kommen bald noch ein paar Leute und die knallen mal ab. Das ist gar kein Problem. Und hier oben ist noch eine Tuning-Werkstatt, nämlich die von Franklin ist hier oben. Die können wir, denke ich mal, benutzen, um dieses leicht schleifende Geräusch, das müssen wir mal nachschauen lassen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber das kann eigentlich nur Auspuff, würde ich sagen, oder? Weißt du, es kommt von unten das Schleifen, das kann nur Auspuff sein. Weil ich habe mal bloß einen Stein im Profil. Da müssen wir, glaube ich, was Größeres auspacken. Noch einer. Du gehörst nicht hierher. Oder? Ne. Nachladen. Ich muss ja eher aufpassen, dass die mich nicht über den Haufen kamen hier. Wow. Mein Auto hier, Trottel. Das kann doch nicht wahr. Ich glaube echt, auf der Karre liegt ein Fluch. Och, Menno. Naja, musste immer bremsbereit sein, haben sie gesagt in der Fahrschule. Könnte Fußgänger auf der Straße stehen, haben sie gesagt in der Fahrschule. Wo warst denn du in der Fahrschule? Alter Schwede, das tat weh. Jo, so wie zum Thema Jeep. Trotzdem billig Geld haben wir gemacht. Och Menno, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe mich schon gefreut auf meinen Truck. Der ist hässlich, ich nehme halt den. Bäm. Gut. Komm, geh an. Würde ich mal sagen, ich glaube hier... Ah, Minuteman. Minuteman ist fast ums Eck. Ne, warte mal, Minuteman ist am Arsch. Nix mit Minuteman. Och nö, oder? Gut, machen wir uns halt auf den Weg hier runter. Zum Nigel. Fahren wir halt mal dahin. Wir haben ein wunderschönes Auto am Start. Quick Change. Mist, nicht ganz. Jetzt aber... Ist das ein Mist? Ich glaube echt, auf der Karre liegt ein Fluch. Wann immer ich das Auto haben will und wir drin sitzen. Das letzte Mal könnt ihr euch noch erinnern, wie ich diese Rakete an den Fensterrahmen des Jeeps geballert habe. Ja, das ist er nicht. Ich kaufe mir die Bude gleich, wisst ihr was? Ich kaufe mir den Hubel gleich hier. Ist doch Mist.
ist es doch. Ja, jetzt weiß ich ja genau, dass wenn ich jetzt wieder dahin fahren würde, dann ist das Ding hundertprozentig nicht da. Gut, ja, machen wir uns auf den Weg, fahren wieder runter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meinen Plänen haltet. Ich denke mal, die Leute, die selber GTA 5 haben, die haben da vielleicht ein bisschen anderen Bezug zu dem Spiel als die Leute, die das Spiel sich nicht gekauft haben. Und dann sagen, ja Tom, warum machst du die ganzen Nebenmissionen und so nicht? Die machen wir schon so systematisch. Aber wenn irgendwann mal, ich meine, jetzt kann man einen Haufen neue Spiele. Und dann möchte ich einfach auch unter gewissen Spielen, ich meine, wir haben den Hauptstory-Modus durch. Und Achievement Hunter war ich noch nie. War ich noch nie, werde ich auch nie sein. Also, dass ich dann wirklich sage, ich nehme jetzt wirklich alles mit. Am Anfang war man wirklich gehypt, war ich halt auch. Ne? Dass man sich sagt, geil, das Spiel ist so ultimativ. Ich möchte einfach alles hier mitnehmen, was das Spiel mir bieten kann. Und nach einer Weile schwindet das Ganze so ein bisschen. Ist aber halt auch, weil ich wirklich sehr viel im Moment um die Ohren habe. Und vielleicht kommt der Schwung dann auch mal wieder. Das ist zum Beispiel beim Landwirtschaftssimulator war das auch so. Beim Horizon Livestream, das war genauso. Das ist, wenn du ein Spiel eine Weile liegen lässt und dann wieder einlegst, dann ist wieder so, yeah, stimmt. Das Spiel hat da so einen ganz eigenen Flair, da macht das Ganze wieder richtig Spaß. Aber wenn du immer wieder und immer wieder, und ich möchte halt nichts aufnehmen, was dann auf Krampf irgendwie ist. Also wenn ich dann sage, ich muss jetzt aufnehmen, ich muss, weil ihr erwartet, dass da was kommt, so soll das Ganze beim besten Willen nicht enden. Weil dann wird es für mich ein Krampf, für euch wird es ein Krampf und am Ende kommt nur eins bei raus, nämlich ein lustloses Let's Play, wo keiner Spaß dran hat. Vor allem ich nicht. Ne? Und da ich hier so mehr oder weniger doch eine kleine Hauptrolle spiele in dem ganzen Ding, möge man mir das da verzeihen, dass ich da solche Gedanken hege. So, jetzt schauen wir, dass wir hier irgendwie heil in der Stadt ankommen. Vielleicht steht ja unser Truck noch auf der Straße rum, aber ich glaube es fast nicht. Leider. Dann schauen wir, die Nigel-Mission können wir dann, ich glaube nämlich fast, wir fahren jetzt die ganze Zeit darunter. Dann machen wir halt die Nigel-Mission das nächste Mal. Ich gucke ein bisschen, ob ich den Jeep wieder finde, aber ich glaube, das kann ich auch knicken. Ich glaube, der ist relativ selten. Aber wisst ihr was ich da jetzt mal mache? Ich bin nämlich ordentlich, ne? Haben wir vorhin gesehen, was passiert. Wir gehen mal ganz schnell ins Internet und schauen mal nach Reisen und Transport. Kann ich da vielleicht mal hin? Danke. Legendary Motorsport, schauen wir da mal rein, ob da irgendwas zu kaufen ist, aber ich glaube fast nicht. Nein, hier ist nichts drin. Warstock, da wird, dürfte auch nichts drin sein. Fluggeräten, das ist was, Pedal to the Metal. Schauen wir mal hier rein. Hier gibt es mehr Autos für Otto Normal, vielleicht gibt es ja auch einen Jeep mittlerweile. Das ist er aber nicht, das ist nicht der Sand King, der das war. Das war eine andere Hütte, oh, die Mucke ist geil. Mopeds. Nee, oh, ist das geil. Ist das nicht schön? Nee, und das ist das. Es plappert ja in die Musik rein. So wie ich halt auch. Das sind echt so Momente. Da ist GTA ist wirklich auf einer eigenen Stufe. Bisschen Musik, Open World. Ich könnte jetzt hier rechts abbiegen und gegen Baum fahren. Macht aber keinen Sinn, mache ich auch nicht. Oder ich könnte in die Berge fahren und einen Hund streicheln, was ich auch nicht kann. Aber ich könnte mir den Jeep kaufen und den tunen, was ich auch nicht kann, weil man den nicht kaufen kann. Gut, aber man kann theoretisch hier viel machen. Wisst ihr, worauf ich jetzt tierisch Bock habe, wenn ich die Musik höre? Mal ein Grüße an Conny an dieser Stelle. Raus aus der Bozea. Deine Reifen sind schwarz. Ist das nicht geil? Middleman ist wieder aktiv. Ey, ihr wollt mich doch trollen, oder? Mal bitte die Action-Cam anwerfen. Ist auch mit Lebensmüde so zu fahren, aber ja. Lebensmüde ist mein zweiter Name so ungefähr. Das ist doch genial, oder? Okay, ihr habt recht, das ist wirklich belehre. Gut, dann gehen wir bitte jetzt runter. Wir müssen jetzt, glaube ich, uns rechts halten hier. Richtig? Richtig. Da unten ist auch so ein ganz unauffälliges Lager. Das Pentagon hier. Und die 4 Kilometer sind wir sowieso da. Und dann schauen wir, was diese Mission noch auf sich hat. Mal gucken, wie schnell wir da sind. Manchmal reicht echt bei GTA, da reicht ein gutes Lied aus, um bei mir wieder dieses Feuer zu entfachen.
Also, wie geht denn das euch so beim Zuschauen? Sagt ihr, langweilig, okay, da würdet ihr nicht zuschauen, denke ich mal, hoffe ich mal. Oder sagt ihr euch, ja, yeah, das ist so eine entspannende Phase mittendrin, bisschen am LKW fahren, bisschen am Plaudern miteinander. Nach wie vor, Mattes und meiner einer, uns qualmen die Köpfe vor lauter Ideen. Und ich muss mal sehen, ich hatte ja bei Minecraft schon mal wieder angekündigt, muss mal überlegen, nee, das kommt noch. Da habe ich aber drüber gesprochen, dass ich auf jeden Fall irgendwie im Sommer mache ich hier den Kanal mal irgendwie für eine Woche mal dicht, weil da brauche ich echt mal Urlaub, mal die Füße hochlegen. Was auch sehr viele sagen, der Max zum Beispiel, der sagt mir auch, ich soll da wirklich aufpassen, dass ich mich hier nicht verheize auf YouTube, weil ich wirklich sehr viel mache und hier und da. Und da bin ich ja wirklich dankbar, weil, also dankbar an die Leute, die da irgendwie ein Auge auf mich haben. Da ist ja wirklich Mattes ganz weit vorne, weil der kriegt das ja als Erster mit, wenn da irgendwie was schief laufen sollte. Und ihr habt ja recht, ne? Ich meine, wir machen viel, wir setzen uns ein, wir machen viel auch mit den Leuten zusammen, wir probieren neue Ideen umzusetzen, ich probiere ein bisschen mehr Fuß bei den Größeren zu fassen und deswegen schreibe ich auch mit dem Herrn Krieger deutlich mehr als wie noch vor einer Weile. Entschuldigung. Das ist gut an einem LKW, du hast eigentlich immer Platz. Und irgendwie muss hier ein Stein auf der Straße liegen, weil da schleift hier bitte was im Rathaus. Oh, Süße, schleift sich ein. Schön, dass das Problem gelöst. Nee, also da, und das kostet halt auch alles Zeit. Ich meine, ich habe jetzt am Sonntag, habe ich ja noch ein bisschen hier neue Abonnenten begrüßt, was ich ja nach wie vor mache. Also alle, die neu auf den Kanal kommen, die uns abonnieren, den schreibe ich halt eine Mail, bedanke mich ganz höflich dafür, dass sie hier auf Abo geklickt haben. Es ist egal, das habe ich ab dem ersten Abo, ab dem ersten Abonnenten habe ich das Ganze gemacht, so. Genau. Das gehört sich für mich, gehört sich das, das gehört einfach dazu. Fertig, Punkt, fertig, aus. So, jetzt schau mal, ich muss jetzt hier irgendwo abbiegen. Ich glaube, ich muss eher hier... Lass den mal stehen, der hat seine Pflicht erfüllt. Vielleicht brauchen wir irgendjemand anders. Gehen wir mal gucken. Alle Höhe! Lauf! Lauf, Flieger, lauf! Hier, Müllsack springen, die neue Disziplin. Nee. Das kannst du vergessen. Ich weiß, du magst klettern. Manchmal ist die Steuerung echt ein bisschen zum Reinboxen. Was denn jetzt? Wo bleibe ich denn jetzt hängen? Okay, wir boxen uns den Weg frei. Ja, jetzt sind wir fast da. Grüß dich. Kletter mal hier hoch, bitte. Such a fuss, these celebs. Oh, they're not like you or me. Ah, apart from you, Jock. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay? Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet, or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Oh, dear, what a palaver this is! Decisions, decisions! If you could just handle this, Jock. Die zwei sind schon echt putzig. Ali's in the boot of the car. You'd be doing us such a favor. I'm really not one for goodbyes. Ruhe da hinten. Oh, wir gehen Zug fahren. Servus, Leute. Ja, mach ein bisschen Musi-Musi an, damit er im Kofferraum sich richtig in die Hosen macht. Oh mein Gott. Alte Menschen sind schon putzig, oder? Nun, dann gehen wir mal eine Runde spazieren. Naja. Grüß dich. Nix. I'm the man getting you from A to B. A being the trunk of this car and B being a horrific scenario of my choosing. Oh God, please no! I have money on me. Lots of money. Good to know, Al. Good to know. I'll be sure to grab that after we're done. Please, let me go! I thought you were a big, tough action movie guy! Fahr weiter zum Ziel. Zu erledigen. Um ihn freizulassen.
Bist du was? So hat Franklin dann wenigstens einen Grund, um den Typen zu erledigen. Oh ja. See, you can't act. Don't listen to all those movie critics. Are those crazy old bricks with you? Just me and you, honey bun. Did you have fun with those two? They're harmless, aren't they? They are not harmless. Those fucked up parlor games. The things that woman may be due to her feet. Ah, you lucky boy. Older women are to be cherished. Like a fine cheese. Sometimes the rind is the best bit. What do you want? Cars? Drugs? What about art? I got shitloads of art. I got no, you wouldn't want that. Fuck. You barely know me, Al, and you're already judging my cultural standing. I find that very offensive. Zudem müssen wir uns ja selber behelfen, weil der Typ weiß ja, ne, dass wir ihn entführt haben. Vielleicht hat er unser Gesicht gesehen. Insofern wäre es jetzt schön blöd, ihn freizulassen. Other than a cheeseburger, a cold beer, and you shutting the hell up, I'm all good. Whatever they're paying you, I'll double it. They're not paying me anything. Then why are you doing this? Well, one, I'm a bad person. Two, I understand that love takes many forms. And three, most importantly, you've seen all our faces. I've made the mistake of not tying up loose ends once before. I won't tell a soul, I promise. We both know you'll go straight to the police. I won't. I fucking swear it. I could give you $10,000 right now. Nö. Zu wenig. 10.000, willst du mich trollen? Oh oh. Bösen Gangsters hier. What Servus, is Jungs. That smell? What do you expect? I'm fucking terrified. Diaper Danapoli, they should call ya. Immer dieser Hass auf Rocker hier. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz mal abhauen hier. Wir müssen uns erstmal die Bahne bitte freifahren. Der Typ da hinten, der wird schon eine Weile seine Klappe halten. Hoffe ich einfach mal. Hier oben waren wir, glaube ich, auch noch nie. Mal gucken gehen. Upsi. Bleib mir einfach mal stehen. Mann, die Serpentinstrecke, krass, oder? Biegt der Kopf davon ab oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Ja, zudem können sich dann die Rentner von der Versicherungsprämie noch eine kleine Reise oder sowas leisten. Komm, gib das Ding wieder frei. Ah, die Musik finde ich so episch. Scheiße. Okay, dann müssen wir, wie es aussieht, doch nochmal auf die Straße gehen. Das ist alles kein Problem. Sagen wir, unsere Reifen halten, und das tun sie offensichtlich, haben wir ja gar kein Problem. Okay, wir biegen jetzt hier nochmal ab in die Berge nochmal. Und wir hoffen, dass die uns jetzt wieder nicht hinterherfahren. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Gerade eben war ich drin, wieder im Radius. Servus, Jungs. Immer schön radeln hier, ne? Gott, wir überziehen ja fast. Aber den Typen, den bringen wir noch um in der Folge. Was macht denn ein Cop hier oben? Fahren wir halt hier hinten lang. Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss ein bisschen... Jetzt können wir dich umbringen, siehste. Danke fürs Klappe halten. Wuhu! Das ist dein Problem, mein Freund. So, gehen wir mal hier runter. Upsi. Ja, bitte, ne? James Bond hat es auch schon so gemacht. Geschüttelt, nicht gerührt. Demzufolge schütteln wir den Typen erstmal schön durch. Der ist so schön bitte Gaga im Kopf. Und ich würde ja probieren, irgendwie die Rückbank umzutreten. Ja, die brauchst du sowieso bald nicht mehr. Die haben es bald hinter sich. Hat sich gelohnt, dass du gut gespart hast, ja. So. Ich lasse dich mal frei, weil ich habe gehört, der nächste Zug kommt bald und den musst du eigentlich erwischen. Ich muss nach unten. Ne, muss ich nicht. So, bleib mal hier mal stehen. Well, here we are, Al. Curtains up. It's time for your final scene. Let me out. Please, no. Oh, God.
So, ich glaube, in Hollywood ist gerade ein Posten frei geworden. Doc, we've been worried sick. I regret to report the sad passing of Mr. L. Dinopoli. Train accident. Very sudden. I loved that man. We will remember him always. The way he was on TV. Before we met him. Not that any of us met him, of course. You two enjoy the rest of your vacation. Jo, weil wir gerade mal hier sind, mich interessiert gerade der Außenposten hier. Haarscharf. Oh, ich hätte länger im Auto sitzen bleiben sollen. Aber das war schon eng genug, muss ich mal sagen. Hier gibt's ja vielleicht manchmal so, mal reinkicken. Guckt's euch an. Badabam, eine schusssichere Weste. Und mit dem Ausblick von unserem Zugfahrer Joe hier, Trevor ist es, würde ich sagen, kurzer Cut. Stimme ein bisschen ölen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, geht hier auf 5 Let's Play. Bei eurem Tom. Übrigens nicht wundern, das alte Outro ist wieder am Ende jetzt dran, ab sofort, weil, außer bei den Folgen, die ich schon vorproduziert habe, weil das neue Outro bei euch irgendwie überhaupt nicht angekommen ist. Demzufolge müsst ihr jetzt mit meinen Worten wieder vorlieb nehmen. Wenn dir diese Folge wirklich Spaß gemacht hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Empfehlt mich weiter und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GTA 5 Let's Play mit Trevor, unserem alten Stinkstiefel und den Zugleisen. Warum auch immer das gerade eingeblendet wird. Also, bis dann. Ciao, ciao. Euer Jock. Jim. Tom. Ach, Mensch, wer bin ich denn eigentlich zum Henker nochmal?